Hey Leute, ich wollte mal ganz kurz eine Info raushauen, beziehungsweise mehrere Infos. Und zwar zum einen, ich habe jetzt Twitter. Twitter, deswegen, weil YouTube rumbuggt. Und wenn YouTube rumbuggt, dann ist das nicht so toll, weil dann kommen die Videos nicht bei euch an und das wollte ich halt mit Twitter ein bisschen, ja, beseitigen, dieses Problem. Da erfahrt ihr dann immer, wenn ein Video geuploadet wurde, beziehungsweise einer Playlist hinzugefügt wurde und sonstige Tweets, beziehungsweise die ich sonst über Feeds von YouTube geschickt hätte, die aber ziemlich schnell untergehen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Also ich finde die Feeds von den Leuten, die ich abonniert habe, auch nie, weil ja, wenn man nicht gezielt danach sucht, dann gehen die ziemlich schnell in der Flut der Videos unter. Dann zum anderen habe ich jetzt auch seit ewiger Zeit Facebook. Da würde ich euch mal bitten, drauf zu gucken, wenn ihr denn mal in naher Zukunft irgendwie mitbestimmen wollt, welche Spiele als nächstes dran sind und so weiter. Da werde ich ein bis zweimal im Monat eine Umfrage haben, wenn ich mich mal wieder nicht entscheiden kann, weil ich alle Spiele gleich geil finde. Da könnt ihr dann mitbestimmen, was als nächstes kommt. Und deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei auf der Facebook-Seite. Und der nächste Punkt ist dann auch schon direkt die Vorbereitung zum Abonnenten-Special. Und zwar habe ich auf eben dieser Facebook-Seite eine Umfrage gestartet gehabt, was ihr denn gerne sehen würdet. Jetzt mangelt es mir ja nicht so sehr an Ideen. Also ich bin schon eine sehr unkreative, muss ich zugeben, aber die Ideen, die ich habe, das ist halt immer so oversized. Ja, also das ist sowas, das kann man machen, wenn man wirklich schon, also für größere Abo-Specials, also mit viel Planung dahinter und Kooperationen und hast du nicht gesehen, ja, besseres Internet bräuchte ich, zum Beispiel für Livestreams oder sonstiges. Aber das ist alles, glaube ich, ein bisschen viel für ein erstes Abo-Special. Also habe ich mich da mal an euch gewendet und habe auch prompt eine Antwort bekommen, zwar von wenigen nur, weil halt eben viele diese Facebook-Seite noch nicht kennen. Aber sehr einstimmig, also ich habe auch ein paar Leute in Skype gefragt und es war alles einstimmig. FAQ, also häufig gestellte Fragen. Wo kriege ich jetzt die Fragen her? So viel wurde ich bisher gar nicht gefragt. Und wenn, dann sehe ich das nie in diesem großen Kontext, so, oh, das hat der schon mal gefragt oder der andere oder je nachdem. Also ich bräuchte die Fragen alle mal auf einem Haufen. Das heißt, schreibt mir die Fragen einfach hier unten in die Kommentare. Oder, was mir noch viel lieber ist, schreibt mir die Fragen auf ask.fm. Den genauen Link dahin stecke ich euch nochmal in die Beschreibung. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Ihr könnt da eine Frage stellen, die wird mir dann angezeigt und dann kann ich die da beantworten. Ich werde es aber erstmal so machen. Ich werde jetzt die nächsten ein bis zwei Wochen die Fragen sammeln und noch nicht schriftlich beantworten. Dann die häufigst gestellten und relevantesten und interessantesten Fragen in das Video mit reinnehmen. Und wenn das Video dann erschienen ist, diese und alle anderen Fragen dann halt schriftlich noch beantworten. Das ist halt das Besondere daran. Das ist jetzt so kein abgeschlossenes Abo-Special in dem Sinne, sondern das wäre mir wiederum zu wenig gewesen. Deswegen werde ich das dann fortführen, einfach diese Seite mit den Fragen, wo ihr dann einfach schriftlich mir eine Frage zukommen lassen könnt und ich beantworte sie dann euch einfach. Boah, jetzt habe ich schon Muskelkater von vielen Reden. Das ist ja unfassbar. Gut. Also die Seite wird dann einfach, also ihr könnt da weiter fortbestehend weiterhin Fragen stellen, auch wenn das Abo-Special dann die nächsten ein bis zwei Wochen kommt. Könnt ihr weiter fragen. So. Was wollte ich noch erzählen? Ach so, ja. An dieser Stelle danke an Marcel, aka Paper Zockt, der mich auf diese Seite aufmerksam gemacht hat. Ich glaube, das ist so ziemlich das beste Medium, was ich mir so für diese Art von Special bzw. Fragenbeschaffung für das Special vorstellen kann. Ich werde auch nochmal seinen Kanal in der Beschreibung verlinken, falls ihr ihn noch nicht kennt, was ich nicht für euch hoffe, ja, weil er ist ein sehr guter Let's Player und da solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ja, das war's schon wieder und ich gehe jetzt wieder weiter Pokémon drehen und überlegt euch schöne Fragen,
nicht vergessen, auf die Seite ask.fm, die ich unten, also der genaue Link zu meiner Seite auf ask.fm findet ihr in der Beschreibungsbox. Und die Fragen sollten so gestellt sein, dass da nicht eine allzu lange Antwort, also es ist jetzt, soll jetzt keine, obwohl es können schon, da könnte ich wenigstens die größeren Fragen im Video abhalten, naja, egal. Aber eine Sache möchte ich von euch noch wissen, und zwar, wie lang soll das Video dauern? Ich habe da jetzt kein Gefühl für, weil es ja mein erstes Abo-Special ist, wie lange so eine angenehme Zeit für ein Abo-Special ist. Weil wenn ich wirklich da 3/4 Stunde sitze und nur Fragen beantworte, dann schaltet ihr ja auch irgendwann einfach ab, weil es euch zu langweilig wird. Deswegen sagt mir mal, wie lange sowas dauern soll in der Regel. Und vor allem, soll ich die Fragen dann immer selber vorlesen oder soll ich mir praktisch einen Interviewpartner holen, der mich dann ausfragt? Also das könnt ihr auch entscheiden. Da würde ich zum Beispiel, ich weiß noch nicht, wen ich dafür begeistern könnte, aber so 2 Leute fallen mir auf Anhieb ein, die sich da bestimmt in dieser Rolle gut machen würden. Also ich bin da mal wieder Pokémon spielen. Ihr hoffentlich auch. Na, Spaß. Nicht jedermann mag Pokémon. Sollte aber. Wäre toll, wenn die ganze Welt Pokémon toll finde. Oh Gott, ich habe heute echt eine Überdosis Pokémon schon. Man merkt's, oder? Ich habe heute so viel Pokémon gespielt, das glaubt ihr nicht. Gut, also, bevor ich jetzt mich hier noch um Kopf und Kragen rede, sage ich einfach mal, ja, überlegt euch, was ihr gerne wissen wollt. Ihr dürft auch ganz viele Fragen stellen. Also ihr müsst jetzt euch nicht auf eine Frage festlegen, sondern fragt alles, was ihr euch halt über mich fragt. Ich hab's heute wieder mit der Sprache, ne? Also, bis dann.